Gestatten, Jacqueline Lölling. Sie gehört in Pyeongchang zu den Hoffnungsträgern auf den ersten deutschen Olympiasieg im Skeleton. 2012 ging der Stern der Skeleton-Pilotin auf. Mit 16 wurde Lölling erstmals deutsche Meisterin. Kurz darauf gewann sie Gold bei den Olympischen Jugendwinterspielen. Mittlerweile ist die 22-jährige amtierende Welt- und Europameisterin. Zudem holte sich die jüngste Skeleton-Weltmeisterin der Historie erstmals auch den Gesamtweltcup. Kein Wunder, dass die Bundespolizistin bei ihren ersten Olympischen Spielen gleich zu den Favoritinnen gehört. Doch die größte Konkurrenz kommt mit Teamkollegin Tina Herrmann aus den eigenen Reihen. Seitdem wir Skeleton fahren, ist immer so ein bisschen der Kampf zwischen uns, was aber eigentlich gut ist und was uns nach vorne pusht gegenseitig. Und ja, jeder will besser sein, aber auf einem guten Niveau. Dennoch, aufgrund ihrer Dominanz im Jahr 2017 mit WM, EM und Gesamtweltcup gilt Jacqueline Lölling als die Medaillenkandidatin Nummer 1 aus deutscher Sicht, und zwar auf Gold.